My stomach is growling, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, ja, hab ein Paket geschickt gekriegt, hier waren nur Fans oder was auch immer. Vuitton, Zangen haben sie mir geschickt. Aufgesägt hier. Gucken wir mal rein, was da so drin ist. In dem Luder. So, oh. Das ist, glaube ich, die Kohlezange hier. Schnappedulli. Ja. Einfach eine Zange. Ja. Gut, was haben wir noch? Ja, nochmal eine Zange. Für den Dutch-Ofen. Kohlezange für den Dutch-Ofen. Vuitton steht nochmal drauf. So, gut. Nun zur richtigen Zange. Mal gucken, was die so kann. Ja, man kann mitgreifen. Ne? Aber das Beste, mein Name steht links drauf. Danke, Freunde. So, hier haben wir sie, die drei Kameraden hier. Boah. Und erstmal ein Bierchen, würde ich sagen. Ne? Und testen mal das Wichtigste an der Zange, der Bieröffner. So, funktioniert. So, greifen und ab in den Hals. Ja, wir testen die Zange nochmal weiter hier. Erstmal die Kohlezange hier. Ja, man kann sie greifen, ne? Funktioniert schon mal. So, die da auch nochmal reinlunsen hier. Und dann, Freunde. Oh, was kommt denn jetzt? Jawohl. Ja, los. Schneller hier. So, ziehen wir da ein bisschen auseinander hier. Hab da so ein bisschen schnelles Essen einfach dabei gehabt hier. Ein paar Zwischenwürstchen und sowas, ne? Krakauer hier. Mal testen, was die Zangen können hier. Ja? Wurst schnappen geht schon mal. So, und hier die nächste Wurst, ja. Einfach ein paar Zwischenwürstchen hier draufhauen hier. Oh, funktioniert ja hier. Ja, und hier, hui, Hackspieße mit ein bisschen Bacon drum. Ja, das klappt auch noch nicht. Ja, danke, Freunde, fürs Zwischenbier. So, ja, das waren die Zangen, Freunde. Kleiner Mini-Lunser hier für euch. Ballert euch rein, Boys and Girls. Ciao.